Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir sind gerade, wir sind gerade ein bisschen rausgeschmissen worden aus Kleinasien, aber wir holen uns das wieder zurück. Zu Anfang eine kleine Geschichte, die sich in Ankyra, ich hab's doch aufgeschrieben. So, die sich in Ankyra, das war damals die Provinzhauptstadt von Gordion. Genau, und da kam es zum ersten, zur ersten Heldentat, sag ich mal, von Alexander dem Großen, die bis heute bekannt ist. Und zwar gab es da einen alten Streitwagen vom König Gordias und da war ein fetter Knoten da, also quasi von der Deichsel. Das ist da, wo die Pferde angespannt werden. Und es hieß, wenn jemand diesen Knoten eben öffnen kann, der soll Herrscher über Asien werden. Und Alexander hat ja ganz einfach sein Schwert genommen und hat den Knoten einfach zerschlagen. Und das hat auch ziemlich seine Art wieder gezeigt, dass man dass der Alexander einfach schwere Probleme einfach einfach anging. Und da ging, gibt es eben dieses Sprichwort, einen gordischen Knoten durchschlagen. Und das heißt einfach, ein sehr kompliziertes Problem mit einer überraschend einfachen Idee lösen. Und da kommt der Spruch her. Und ihr seht schon, dass die Aufnahme ziemlich ruckelt. Und ich weiß wirklich nicht warum. Also, heute muss ich noch eine Folge rausgeben, deswegen es geht immer zwischen 20 und 60 FPS hin und her und für so ein Strategiespiel hoffe ich, wird es schon passen. Ja, also wie gesagt, wie bei den letzten Let's Plays, sei es jetzt Makedonien oder die anderen, ich habe wirklich keine Ahnung, was gerade mit meinem PC los ist. Aber ja, mal schauen. Gut, also wir müssen jetzt unsere Kollegen hier aus Kleinasien rausschmeißen. Hey, der hat meinen Kumpel rausgeschmissen, der Spartaner, diese Tricksel. Armenien. Nö, dich muss ich auch noch erobern. Das ist auch wieder eine First-Deck-Armee, ne? Subi. So. Agent wurde natürlich ja tot. Ja, Chance auf hohe Sezession. Natürlich. Und was ist das? In seiner Sucht nach Lust und Genuss denkt unser Volk nur noch an Freude des Lebens und vergisst den Göttern den nötigen Respekt zu zollen. Sanktionen, eine Hekatombe opfern. 100 Bullen. Ja, komm, ein Festmahl ist doch auch gut. So. Ach, und 10% ist jetzt auch nicht wirklich große Chance auf Dingster, Bumster. So, wo ist der hin? Der ist da hochgelatscht.
Dann gehe ich mal hier hin. Hola. So, du klaust jetzt mal hier ein bisschen Futter. Und du gehst jetzt mal hier hin. Oh. Nee, du... Deine Kavallerie ist ja fast tot. Das habe ich nicht gesehen. Ach, verdammt. Ja, das ist jetzt auch wurscht. Hä? Wie kommen die denn da hin? Okay, ist aber nicht schlimm. Also, wenn die die wirklich angreifen, das ist kein Problem. Damit habe ich kein Problem. So, warte. Du hast plus 5. Dann mache ich hier ein Getreidefeld. Ich brauche halt Kohle, nicht. Das 2 öffentliche Ordnung ist halt auch nicht so der Burner. Aber mal schauen. So. Ach, ich wollte noch ein bisschen euch bitten, euch zu informieren, und zwar über diesen tollen Artikel 13. Am Montag, genau, am Montag hieß es noch, dass wir sehen wenig Wert. Nö. Hieß es noch, dass man sich noch wehren kann. Und am Freitag war es dann halt, ja, fertig, weil, ich kenne mich nicht genug aus über Artikel 13. Ui, ein Kind ist geboren, sehr schön. Und noch ein, pure Lust am Leben, super. Genau, ich kenne mich nicht hundertprozentig aus. Deswegen bitte informiert euch noch. Das Problem ist, dass es jetzt schlimmer geworden ist als davor befürchtet. Warum? Weil Deutschland und Frankreich haben sich konnten sich nicht einigen über die ersten. Wieder kein Geld. Über die ersten Punkte quasi über in Artikel 13. Und jetzt haben sie sich geeinigt und es ist jetzt schlimmer. Und zwar ist es jetzt so, dass Artikel 13 nicht mehr nur für die großen Plattformen wie zum Beispiel YouTube zählt, sondern es wird auch für Plattformen gelten, die genau 3 Jahre alt sind, also und drüber natürlich, und die im Jahr 10 Millionen Umsatz machen und noch was, irgendwie 30.000, 50.000 Klicks haben. Also es ist ja wirklich nicht viel. Und wir haben, also die YouTuber haben sich schon Sorgen gemacht, dass sie eben in YouTube mit YouTube kein Geld mehr bekommen. Und das Gute war dann, dass sich Patreon zum Beispiel als sehr gute Alternative gemeldet hat. Da kann man halt auch monatlich sein YouTuber unterstützen, und das ist super. Das Problem ist, dass Patrons durch die neue Auflage auch zu den Seiten gehören, die eben unter Artikel 13 fallen. Und Twitch natürlich und so weiter. Also und es kann jetzt sein, also das wäre, glaube ich, Worst Case, dass sich über Europa dann so eine, ja, wie so eine, was machen die denn da?
Hä? Achso, die wollte ich weiterschicken, ne? Für Handelspartner. Genau, dass sicher die größeren. Hä, kann ich den nicht angreifen? Hä? Ach so, weil ich. Ah. Ja, wie weit. Naja, okay. Genau, dass ich ja halt die Plattform halt, einigen und halt Europa ausschließen dann. Weil, das, ja, die müssen jetzt eigentlich alle Upload-Filter und Drohnen quasi installieren und die sind verdammt teuer. Also YouTube hat ja vor vielen Jahren, du willst mich doch verquaken, oder? Können wir das schaffen? Die Sperrkämpfer sind echt nicht wirklich gut, aber die ganzen Fernkämpfer sind gut. Ich werde es mal versuchen. Also, ich würde jetzt, glaube ich, mich sogar zurückziehen. Weil die. Es ist halt die schiere Masse, die krass ist. Aber ich will es versuchen. Der hat. Knapp 4000. Über 4000. 4400. Und ich habe 2000. Ja, okay. Probieren wir es. So. Genau, und bitte informiert euch da und ich schreibe paar Links in die Beschreibung unten. Und dann ja. Schauen wir mal, ob wir da noch was ändern können. Das Problem ist halt, dass unsere tolle Merkel will das und also er will den Upload-Filter und das ist nicht ganz so toll, weil die kann sich nämlich über die Abgeordneten stellen. Jetzt schaue ich mal. Okay, aber also wir lassen jetzt mal dieses blöde Thema und stellen uns mal hier so wunderbar auf. So. Wie schon gesagt, die Stärke von den Pikenieren. Achso, da kann man ja gar nicht hoch. Ah, okay. Es nähert sich feindliche Unterstützung. So. Die Stärke der Pikeniere ist halt. Ich dachte, der will gerade. Nein. Ich bin gerade abgestürzt, weil ich nicht gesehen habe, dass sich hier jemand bewegt. So. Ich muss mich nochmal. Die gehen hier hinten hin. Die gehen alle hier oben hin. Die gehen hier hinten hin. So. Okay. Das Komische ist, ich schaue gerade auf meine Aufnahme. Jetzt habe ich wieder durchschnittlich 60 FPS. Und sobald ich rausgehe aus dem Game, also aus dem. Aus dem Gefechtsmodus. Das ist, keine Ahnung, da habe ich hier ein FPS oder was. Nicht mal. Also der bei den letzten Let's Plays von mir war es echt krass schlimm. Das,
war mir etwas peinlich, das hochzuladen, wenn ich ehrlich bin. Ich stelle die mal hier auf, damit die ein bisschen das Feuer von den feindlichen Leuten manchmal da aus sich nehmen. So. Gut, jetzt ist die Frage, wo die zweite Armee kommt. Eigentlich müssen beide von da kommen. So. Also die müssen nicht. General, komm mal hier rein. Damit er mit seinen Radius alle meine Einheiten pusht. Er hat Steinschleuder, das ist halt nicht ganz so optimal. Sind halt, ja, die können halt weit schießen. So. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Das kann sehr gut sein. So, dann schieß mal schön. Sehr schön, sehr schön. Machen halt auch schönen Damage an mir. Aber das ist in Ordnung. So, jetzt dürfen die zurück. Und hier sind jetzt noch die. Okay, warte. Ach! Der will mich sogar umrunden. Nee, oder? Wahrscheinlich schon. Warte, konzentrier euch mal auf die. Auf die Fernkämpfer. Sehr schön, das ist sehr gut. Das ist wunderbar. So, sehr gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Stehen mal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ach, das ist eine Kavallerie. Aha.
Interessant. Ist mir nicht aufgefallen. Warte. Dann komme ich mal mit meiner Kavallerie und versuche mal, die ein bisschen aufzulösen. Die machen auch guten Schaden hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Entschuldigung, wenn ich gerade wieder nicht so viel rede. Aber jetzt ist es doch ein bisschen kompliziert. So, meine ganzen Munchkai hier haben. Nee, die bleiben da. Ist in der Lebt sein General noch? Ich glaube schon. Ich gehe mal hier außen rum und greife ihn hier an. Das ist, glaube ich, die beste. Oh, ich hätte die da. Sind jetzt ein bisschen eingekesselt. Okay. Mache ich das folgendermaßen. Ah, das ist gut, dass er den angreift. Den finde ich sehr gut. Okay, die sind auch noch ziemlich gut unterwegs. Unser General wird angegriffen. Hä? Sehr schön. Das gefällt mir gerade riesig. Das läuft gerade sehr gut. So, die gehen jetzt mal vor. Die gehen auch vor. Was macht ihr denn da? Ihr sollt da hin. Sehr gut. Jetzt machen wir hier mal einen schönen kleinen Kessel. So, du bist noch da. So. Jetzt kommen die mal hier hin. Nee, dahin. Wem geht's gerade nicht so gut? So, schön in den Rücken. So, ihr geht jetzt auch mal dahin, damit ihr auch ein bisschen was abbekommt. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Also diese Kessel sind extrem
extrem stark. Weil, vor allen Dingen, wenn man halt hier so gedrängt wird, das ist halt. Ja, die in der Mitte wissen nicht, was los ist. Die werden plötzlich total zusammengedrängt und von außen kommt dann die Panik. So, warte, der ist noch vollständig erhalten, deswegen räume ich hier jetzt mal ein bisschen auf. So. So. Sehr schön. Also wir haben keine Einheit verloren. Das ist super. Das ist sehr gut. Das lief auf jeden Fall perfekt, würde ich sagen. Die bekommen die nicht mehr. Gut. Was hätte man anders machen können? Also, anders hätte man ziemlich easy machen können, und zwar nicht hier volle Kanne drauf, weil es ist ein Berg und Phalanxen auf dem Berg, die haben dann ein ultra Bonus, weil es ist halt einfach die Stärke von der Phalanx. Und was er hätte machen sollen, er hätte erstens auf seine Verstärkung warten sollen und sich dann extrem breit aufstellen müssen. Also quasi, dass hier nur ein Teil angreift und der andere Teil hier. Also er hätte um mich rum einen Kessel machen müssen und er hatte die Einheiten da. Okay, also 500 ist halt extrem krass. 538 und 422. Also der General hat erst am Schluss wirklich was gemacht. Und sonst alle... Also der da war wahrscheinlich der an der rechten Flanke, würde ich mal meinen. Aber ja, 4500 aufgestellt, 3800 verloren. Und ich habe nur 500 Dings verloren. 560. Und jetzt ist die Aufnahme wieder auf 1,8 Frames per Second. Und ich weiß nicht warum. Jetzt geht es ja wieder auf 20 hoch. Ich verstehe es echt nicht. Naja, egal. Wir bekommen 2200. Und wir haben hier, ja, ziemlich alles vernichtet, was zu vernichten war. Also, das war, ja, perfekt. Gut. Aber ich muss zugeben, wenn ich anders gespielt hätte. Ah, okay, jetzt geht's wieder auf 60 hoch, das ist super. Wenn ich anders gespielt hätte, also in Angriff gespielt hätte, hätte ich verloren. Einsatz von Söldnern? Nein. Hat zwar Alexander der Große gemacht. Ich muss mich ja echt jetzt mal wieder erholen. Mit Speeren. Nahkampfangriff und Waffenschaden. Oder Nahkampfangriff für alle hellenistischen Infanterieeinheiten. Anheuerungskosten. Okay, ich mach, glaube ich. Warte, wie geht's hoch? 16 für Kavallerie, 18 für Kavallerie. Kavallerie. Dann. Also Nahkampf. Angriff, Angriffsbonus und Abwehr für Kavallerie. Ja, das mache ich. Das ist wichtig und super. Rekrutierungskosten weniger und Moral für alle. Hier gibt's. Ja, okay, Kommandant. Kriegsgefangene. Ah ja, okay, ich bin auf Level 2. Moral für die Einheit des Kommandanten, das ist auch gut. Sammeln ist auch spitze. Motivieren Gruppe. Nahrung. Okay, das ist auch sehr gut. Autorität. Banner heben und sammeln.
Okay, dann gehe ich mal hier auf das Infanterie-Kommando. Super. Und dann du kannst jetzt in nächste Runde wirklich mal hier angreifen. So, du machst den da. Genau, stehlen. So. Haushalt erweitert sich, das ist gut. Wer hat denn jetzt alles Kinder bei mir bekommen? Die zwei auch. Ist das niedlich? Okay, ja, mal erklären. Bilden. Oh, ich kann nur die bilden. Na gut. Ja. Unterricht beginnt. Dann die da, die beiden werde ich dann. Selene, eine Frau und ein Mann, würde ich sagen. Okay. Gut, dann sind wir auch wieder fertig. Nächste Runde werden wir Armenien hier rausschmeißen. Und ja, mit Pergamon müssen wir mal schauen, weil Pergamon ist. Ja, okay, nee, Pergamon ist unser Klientel, gell? Ja, okay. Na, schade. Gut. Hier können wir kurz noch was machen. Ah, wir haben ja wieder Geld, ne? Dann machen wir hier die Forschungsrate. Die ist sehr wichtig. Hier machen wir. Also das da. Machen wir, damit wir mehr Kohle bekommen. Und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwo wieder die Nahrung reinbekommen. Also hier machen wir Nahrung und hier. Das ist schon mal super. Gut, dann hoffentlich hat es euch gefallen. Bitte entschuldigt die Ruckler. Ja, ich kann mir gerade keinen neuen PC leisten und bis ich dann ja, bis ich einen neuen PC bekomme, müssen wir damit ja, lieber gehen. Oder keine Ahnung, wie man es sagen kann. Aber was ich nicht verstehe, das hat ja immer geklappt. Also seit einer Woche oder zwei ist. Naja, egal. Gut, auf jeden Fall hoffe ich trotzdem, euch hat es gefallen. Ich werde die ein paar Daten und YouTuber raussuchen, die sich mit dem Artikel 13 auseinandergesetzt haben. Ich glaube, Herr Newstime hat sich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Aber da schaue ich mal, ob das auch ein gutes Video ist. Gut, also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.